Herzlich willkommen, meine Freunde, zur neuesten Ausgabe von All Elite Wrestling's Dynamite. Und wir starten direkt rein mit Women's Action. Die C-Stars treffen auf Mel und Leva Bates. Wie lange haben wir bitte Leva Bates nicht mehr bei All Elite Wrestling in den Hauptshows gesehen? Es ist zwar nur die Pre-Show, ja, es ist gar keine Hauptshow, aber es ist immerhin Dynamite. Sie war lange bei der Nightmare Factory, hat irgendwann aber die Schnauze voll gehabt und ist jetzt wieder bei uns im Hauptroster am Start. Und ich muss sagen, die C-Stars sowie Mel und Leva Bates, die legen hier ein richtig geiles Match aufs Parkett. 78er Gesamtrating für die Pre-Show. Wir haben hier Delmi Exo mit einer 87, Ashley Fox mit einer 81, Leva Bates 67, sogar besser als ihre Partnerin Mel mit 64. Und ja, am Ende, nach 11 Minuten 47, kann Delmi Exo Mel mit dem Schoolboy einfach einrollen und somit dieses Match für sich entscheiden. Leva Bates ist nicht diejenige, die gepinnt wurde, aber ein sehr, sehr starkes Pre-Show-Match und 2 Punkte für die C-Stars. Wir machen weiter mit dem nächsten Pre-Show-Match. Wir haben einige Pre-Show-Matches und das ist sogar noch besser. Holy hell. Aber das ist auch ein richtig dickes Trios-Match hier. Scorpio Sky, AR Fox und Ace Austin treffen auf Bloodline, die wir ja lange nicht gesehen haben. Da musste ein bisschen Seelsorge betrieben werden für Brian Pillman Jr., der am Boden zerstört war. Jetzt gibt es ein Trios-Match mit denen hier in der Pre-Show. Wir haben Ace Austin mit einer 88, AR Fox mit einer 81 und Scorpio Sky 84. Sehr, sehr starkes Team. Und Team Bloodline 74 bei Ricky Knight Jr., 77 immerhin bei Jesse Windham und Brian Pillman Jr. mit einer sehr, sehr starken 85. Der zweitbeste insgesamt, ja, alle zusammengenommen, sogar der zweitbeste. Also Brian Pillman Jr., der bringt ja immer geile Leistungen, aber der totale Durchbruch ist ihm irgendwie noch nicht gelungen. Ein 82er Gesamtrating ist sau, sau stark für die Pre-Show. Ich hoffe, ich habe für die Hauptshow genug Matches, die auf so einem Level performen, weil das ist echt gut. 11 Minuten 47 dauert das Ganze. AR Fox pinnt Ricky Knight Jr. nach dem Crunch und somit können Scorpio Sky, AR Fox und Ace Austin das Match für sich entscheiden. 82er Gesamtrating, wie gesagt, sehr, sehr tolles Rating, was wir hier erzählen und 2 Punkte für das Trio rund um Scorpio Sky. Wir machen weiter mit unserem nächsten Pre-Show-Match und da haben wir ein One-on-One, was wieder mit einer 81 sehr stark performt. Oh, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob das Nightmare Factory-Match jetzt so richtig abloost. Ich glaube es eigentlich nicht, aber das könnte schon mit die beste Pre-Show sein, die wir bis jetzt hatten. Wir haben Daniel Garcia gegen Kip Sabian, auch ne, um Shift ist es ein bisschen ruhiger geworden. Kip Sabian haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Jetzt geht es hier mal um Punkte. Daniel Garcia mit einer wirklich mit einer unfassbaren 93. Der sollte eigentlich viel, viel öfter wresteln. Kip Sabian nur eine 76, der kann auf jeden Fall besser wresteln. Aber heute irgendwie, ja, hat keinen schlechten Abend erwischt, aber kommt nicht so ganz auf seine herkömmliche Leistung und deswegen gewinnt das Match Daniel Garcia nach 12 Minuten 24 und das sind immerhin Punkte fürs Ranking für Daniel Garcia, ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich das Nightmare Factory Match noch, was ich angesprochen habe, und mit einer 56 ist das sogar ein sehr gutes Nightmare Factory Match. Charles Crowley gegen David Benoit und Charles Crowley setzt sich durch nach 15 Minuten 17. Crowley 56 und David Benoit 53. Sehr gut. Auch ein schönes Nightmare Factory Match. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nightmare Factory gucken wir natürlich gleich auch noch uns an. Und selbstverständlich auch ein kleiner Überblick über die Tag League Brackets, wo das Ganze jetzt so ein bisschen mehr Formen annimmt. Es wird also etwas spannender. Und wir machen weiter und starten in die Hauptshow. Wir starten mit einer sehr, sehr krassen Ankündigung von Tony Khan. Und das ist zu Recht eine 85 und Fans hierzulande sollten sich wirklich freuen. Denn Tony Khan, ohne N heute, habe ich vergessen, hier steht es aber richtig, Tony Khan kündigt die erste Show in Deutschland an. Wir werden mit All Elite Wrestling nach Deutschland kommen. Im Juni geht es nach Good Old Germany. Ja, das wird angekündigt. Für die Fans in der Halle ist es gar nicht so krass, aber für alle Zuschauer aus Deutschland ist das natürlich überragend. Wir haben ja bereits eine Show
in Kanada veranstaltet. Und wir haben auch schon eine Show in Großbritannien veranstaltet. Ich glaube, das war sogar eine All-in-Großveranstaltung. Das haben wir wie im Real Life gemacht. Und diesmal, es wird eine Dynamite-Ausgabe, ja, es wird kein Pay-Per-View werden, aber es wird eine reguläre Dynamite-Ausgabe, die auch ausgestrahlt wird, in Deutschland stattfinden. Und ja, man kann sich auf jeden Fall auf diese Show freuen, die im Laufe des Juni kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann wir genau in Deutschland sein werden, aber im nächsten Monat werden wir mal probieren, wie wir so in Zentraleuropa ankommen. Das wird sehr, sehr spannend. Das wird auch für mich spannend, ob das eine gute Dynamite wird oder ob das ein kompletter Flop wird. Ich bin zwar guter Dinge, weil viele Stars aus Amerika, die kommen auch in Europa sehr gut an, aber man weiß ja nie. Ne? Man weiß nie, was für Tücken das Spiel einem hier versucht entgegenzuwerfen. Aber eine sehr, sehr geile Ankündigung und wir gehen in den Opener. Und da haben wir Women's Tag Team Action und das ist tatsächlich nicht auf dem Level, wie wir es... Obwohl, wenn wir die Tag Team Action aus der Pre-Show vergleichen, haben wir sogar einen Punkt mehr. Also von daher ist das ein sehr guter Opener. Ne? Da müssen wir nicht das jetzt schlecht reden. Ty Jay, Anna Jay und die gute Ty Conti gegen Priscilla Kelly und Bree Priestley. 85 bei Anna Jay, 86 bei Ty Conti. Absolut fantastische In-Ring-Performances. Bree Priestley 73, Priscilla Kelly so, wow, 71 auch nicht so gut. Und das ist auch der Grund, warum Ty Jay hier das Match für sich entscheiden. Ty Conti pinnt am Ende Priscilla Kelly nach 11 Minuten 57 und Ty Jay holt den Sieg. Dann startet unser erstes Segment und das ist eine 85, aber es ist eigentlich gar kein richtig krasses Segment, obwohl es eine gute 85 hier bekommen hat. Mit Kenta, der nämlich heute zum Ring kommt. Er muss seinen International Title jetzt verteidigen. Aber er kommt mit den Guerrillas of Destiny zum Ring, weil er vielleicht ein bisschen Schiss vor Jack Perry hat. Letzte Woche hat Jack Perry den Main Event für den Bullet Club aber mal so richtig versaut. Nachdem man ja erst sein Auto zerstört hat, dann seine Kabine verwüstet. Und dann gab es halt eine Retourkutsche. Jack Perry hat es sich nicht bieten lassen und so konnten Kenny Omega und Will Ospreay gegen Adam Cole und Adam Page im Tag Team Match im Main Event gewinnen. Und Kenta hat natürlich aufgepasst und deswegen hat er zwei Schützlinge quasi mit zum Ring gebracht, die ein bisschen das Publikum im Auge behalten sollen, wenn da irgendwie Unruhe herrscht, dass man da mal nachguckt. Nicht, dass Jack Perry jetzt hier noch das Titelmatch versaut, was er hat. Und wir gehen jetzt rein in dieses Titelmatch und das ist gegen Orange Cassidy. Japan gegen USA ist natürlich ein legitimes Aufeinandertreffen beim International Title. Kenta nur eine 76, eieiei, da struggelt er ein bisschen gegen Orange Cassidy, der mit einer 80er Performance ein gutes Match hinlegt. Und nach 12 Minuten 4 endet das Match mit dem Buzaiko Knee Kick. Kenta macht seine zweite Titelverteidigung perfekt. Kein Jack Perry aufgetaucht in einem 77er Match. Das Match ist jetzt nicht ganz so gut geworden. Ja, also in der Pre-Show hatten wir bessere Matches. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Aber der International Title erfolgreich verteidigt. Mit Schutz. Vielleicht kam Jack Perry deswegen nicht. Also es kann... Natürlich für die, mental war das eine gute Unterstützung für Kenta. Ob sie nötig war, weiß man nicht, aber ich sag mal so, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und da haben wir Mackenzie Mitchell und die hat einige Damen bei sich. Unter anderem Candy Floss, unsere Women's Championess, begleitet von Julia und Killer Kelly, unsere Women's Championesses und Rhea Ripley und sogar Shea Brookside, die wir wiedersehen, nachdem sie ja von Nyla Rose durch einen Tisch auf den Hallenboden befördert wurde. Also eine richtig miese Aktion. Hatte nicht die Ringfreigabe. Hat wohl auch immer noch keine Ringfreigabe, zumindest für heute nicht. Aber in einem Segment kann sie dabei sein. Und Candy and Friends, nenne ich sie einfach mal hier, fordern Honor Bugesha, Portrait of Destruction und Io Shirai zu einem 5-vs-5-Match heraus. Hier im Interview bei Mackenzie Mitchell, denn die sind es leid, immer wieder angegriffen zu werden, ja, dass hier hinterrücks Leute attackiert werden, die dann nicht antreten können. Also, sie ist Titelverteidigerin,
Ja, also sie ist Championess und Nummer 1 Herausforderin ist Shea Brookside. Aber sie stellt sich auf die Seite von Shea, weil das natürlich mega unfair war und Nyla Rose quasi eine Titelchance bekommen hat, die sie nie hätte bekommen dürfen. Candy Floss hat da ja schon eine Verschwörung gewittert, was da im Gange war, dass das gar nicht sein könnte, dass ausgerechnet Nyla Rose auch noch belohnt wird für diese Aktion, anstatt eine andere Herausforderin zu stellen. Aber gut, so ist es nun mal. Die Herausforderung steht, die Herausforderung wird aber noch nicht angenommen. Aber wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche von der Gegenseite hören. Aber erstmal hier, die Herausforderung ist ausgesprochen und die fünf Damen sind ready. 83er Segment, jetzt nicht so ganz der Hammer. Rhea Ripley struggelt hier auch ein bisschen, aber alles in allem schon okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und ja, das ist ein sehr ordentliches Match, würde ich sagen. Die Dead Presidents gegen Aussie Open aus Bracket A. Lee Moriarty 81, Fred Yeh mit einer 91, Mark Davis 87 und Kyle Fletcher 81. Insgesamt eine 82. Ist das okay? Nö. Eigentlich könnte es sogar ein bisschen höher bewertet werden. Aber ich will mal nicht meckern, weil das ist gerade das Match of the Night und muss auch erstmal getoppt werden. Nach 12 Minuten 10 steht der Sieger fest und das sind Aussie Open. Mark Davis pinnt Fred Yeh mit dem Coriolis und damit holen sich Aussie Open nicht nur im Ranking für die Tag Teams Punkte, sondern auch für die Tag League. Zwei ganz, ganz wichtige Zähler gegen die Dead Presidents, die hier einen super Job gemacht haben. Aber es hat nicht gereicht. Aussie Open erfolgreich. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und das ist eine 100. So kann es natürlich auch laufen. Jack Perry meldet sich nämlich zu Wort. Man sieht nicht, wo er ist. Er ist irgendwo in der Halle. Ja, vielleicht auch in einer anderen Halle oder in irgendeiner Garage. Man erkennt auf jeden Fall nicht den Ort, weil es sehr, sehr neutral. Das kann überall sein, wo er diese Aufnahme hier macht. Es ist aber live, es ist eine Live-Schalte in die Halle. Er ist also auch auf den Bildschirmen zu sehen und er lacht sich kaputt. Jack Perry lacht sich kaputt und sagt hier, wolltet ihr mich nicht einschüchtern, Jay? Ja, er geht natürlich direkt auf Jay White los. Ihr wolltet mich doch einschüchtern, ihr habt meine Kabine verwüstet. Ihr droht mir ständig. Ja, ihr habt mein Auto kaputt gemacht. Ihr habt mein Auto einfach zerstört. Ihr habt einfach eine Straftat begangen, ihr Vollidioten. Und ist das euer Ernst, dass Kenta mit zwei Bodyguards zum Ring kommt? Habt ihr so Angst vor mir? Ich bin alleine. Ich habe keine Freunde. Niemand mag mich. Und ihr, eure Truppe hasst mich sogar. Ich glaube, ihr seid sogar diejenigen, die mich am meisten verachten. Von allen, denen ich Unrecht getan habe, seid ihr diejenigen, die mir die Pest an den Hals wünschen. Und trotzdem habt ihr so viel Angst, dass Kenta mit den Guerrillas of Destiny zum Ring kommen muss? Ja, ich dachte, ihr macht Jagd auf mich. Und ey, ihr seht, ich bin zumindest in der Nähe. Aber ich hatte ja nicht mal vor, Kenta seinen Title Run zu versauen. Aber es ist schön mit anzusehen, dass ich in euren Köpfen bin, Jay. Und damit bricht dann die Verbindung auch ab. Ja, vielleicht auch hat Jack Perry hier Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Nicht, dass es doch noch erkannt wird, wo er gerade ist und der Bullet Club dann zu ihm stürmt. Weil eine Konfrontation 1 gegen 8 oder 9 Leute will man jetzt auch nicht haben. 100er Segment ist natürlich eine Mega-Provokation gegen den Bullet Club. Ja, der sich hier, der Jack Perry, der sich auch noch lustig macht über Kenta, dass er hier mit den Guerrillas of Destiny zum Ring kommt. Aber da hat er einen Punkt. Da hat er einen Punkt. Wir machen weiter mit In-Ring-Action und wir haben ein neues Match of the Night. Ein 85er-Match, was auch hätte besser bewertet werden können, aber egal. Walter gegen Will Hobbs. Ja, ein Meat-Match. Walter mit einer 97, Will Hobbs mit einer 95. Das ist auf Augenhöhe, wirklich. Das ist absolut auf Augenhöhe. Ein starkes Match, was fast genau 12 Minuten geht. Aber die Powerbomb von Walter ist dann doch zu krass gewesen für Will Hobbs. Und damit ist es der Sieg für Walter. Und die nächsten 2 Punkte auf seinem Konto plus Match of the Night mit 85. Sehr, sehr stark gemacht. Von beiden natürlich. Auch Will Hobbs fantastisch. Und wir gehen ins nächste Segment. Und da haben wir
Oh, da haben wir eine 94, ein starkes Segment. Wir haben Will Ospreay, wir haben Parker Boudreaux, Kyle Fletcher und Mark Davis im Ring. Die haben sich versammelt und es gab ja die Herausforderung von House of Black 4 gegen 3. Also Parker Boudreaux und Aussie Open gegen das komplette House of Black. Und wenn sie gewinnen, dann würden sie eine Trios-Title-Chance bekommen. Das war der Deal. Aber Will Ospreay, unser Champion, der ja genug zu tun hat und auch in der letzten Woche noch den Main Event gerettet hat, weil er sich quasi ja gesagt hat, ey komm, Brock Lesnar gegen Kenny Omega war so ein Abfuck für die Fans, wir bieten wenigstens noch einen krassen Main Event gegen Adam Cole und Adam Page und das war auch krass, aber hier ist er wieder dabei und er sagt, wie wäre es mit einem fairen 4 vs 4 und wenn wir euch besiegen in eurem House Rules Match, dann bekommen die drei ihre Trios Title Chance. Ich bin raus aus der Nummer, aber zumindest möchte ich, dass Chancengleichheit herrscht. Und was sagt ihr dazu? House of Black versus Royal Rebellion und damit revealed Will Ospreay eigentlich, dass Royal Rebellion hier quasi wiedergegründet wird. Also eine Fraktion, die es ja schon bei New Japan, glaube ich, gab und die immer wieder in verschiedenen Formen, in verschiedenen Ligen aufgetreten ist und hier bei All Elite Wrestling scheint es eine Reunion der Royal Rebellion zu geben. Ospreay und seine Jungs und er steht ihnen natürlich zur Seite. Und es ist auch so, dass das House of Black hier erscheint. Malakai Black voran, gefolgt von Brody King und den Briscoes. Und Malakai Black nimmt das Ganze an. Und er sagt, alles klar, das klingt nach einem fairen Deal. Also Ospreay, du, deine Royal Rebellion gegen das House of Black, House Rules, nächste Woche bei Dynamite. Und damit steht eigentlich unser Main Event fest. Das hier wird unser Main Event. 4 gegen 4. Und der Gewinner, beziehungsweise, ne, wenn House of Black gewinnt, kriegen sie keine Chance. Aber wenn Royal Rebellion gewinnt, wird es eine Titelchance geben für Parker Boudreaux und Aussie Open. Aussie Open ja heute auch schon erfolgreich in der Tag League gewesen. 94, das kommt doch sehr gut an. Und ich glaube, wir haben einen fetten, fetten Main Event für nächste Woche schon mal bei Dynamite. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Match. Und das ist das Match of the Night. Oh mein Gott. Es ist nochmal getoppt worden. Walter gegen Will Hobbs war fantastisch, aber Cody gegen Pac war ja auch angekündigt. In der Pre-Show hat Pac sogar noch die Herausforderung ausgesprochen. Und wir sehen hier Cody mit 95, Pac mit 95. Und Pac hat ja auch diesen neuen krassen Move. Und den performt er hier wahrscheinlich auch. Eine glatte 90 hätte besser sein können, aber es ist schon, das ist schon Pay-Per-View-Niveau, was die beiden hier abreißen. Cody gegen Pac und wir sehen ein sensationelles Wrestling-Match mit fantastischen Reaktionen und Pac besiegt mit dem Black Arrow Cody Rhodes. Was für ein Sieg von Pac gegen Cody. Bittere Niederlage für Cody nach seinem Comeback hier, aber Cody ist zumindest fair. 97er Segment, es gibt trotz der Niederlage einen Handshake mit Pac. So wie es sich gehört. Aber dann gibt es auch einen harten Tritt zwischen die Beine von Cody gegen Pac. Er bricht natürlich direkt zusammen und hält sich die Klötze. Das, was soll er auch sonst machen? Liegt wimmernd am Boden. Wird auch noch beschimpft von Cody Rhodes. Und auch noch, er ist ein bisschen weiter weg und dann spuckt er noch so in die Richtung. Man sieht nicht, ob er ihn trifft, aber es ist schon wieder so eine ekelhafte Aktion. Und Cody Rhodes schockt hier das Publikum. Alle dachten, er wäre zurück und er wäre wieder zur Vernunft gekommen. Und er hat sich auch so präsentiert, hat sich bei den Leuten entschuldigt, hat wieder ein bisschen die Nähe gesucht, ja, hat einiges wieder gut zu machen und so weiter und so fort. Aber hier, nein. Das ist das komplette Gegenteil. Das ist genau der Cody, der gegangen ist. Ein Arschloch. So muss man es einfach mal sagen. 97er Segment ist natürlich klasse. Mega geil angekommen. Heftiges Match gehabt. Pac geht als Sieger hervor. Aber Cody mit einem unrühmlichen Ende hier für dieses Segment. Wir machen weiter mit
dem nächsten Match. Und da haben wir Tag Team Action. Das ist jetzt nicht ganz so mega krass wie die letzten beiden Singles Matches. Aber Bracket B ist noch dran. Die Heralds of Valhalla treffen auf Hook und Lance Archer. Wir haben Odinson mit einer 84, Damian O'Connor 87, Lance Archer 79 und Hook mit einer 81. Hook hat ein Grundvertrauen, ja, vom Publikum. Also der profitiert hier auf jeden Fall und das zeigt er auch in seiner Leistung. Eine starke 81, auch die Gesamtleistung ist eine 81. Und nach 12 Minuten und 4 Sekunden, tja, da schaffen es die Heralds of Valhalla mit dem Palace of Gods Lance Archer zu bezwingen und damit auch Hook zu bezwingen. Und das sind zwei wichtige Punkte im Tag League Bracket und zwei Punkte für das Tag Team Ranking. Hook und Archer nicht erfolgreich an dieser Stelle. Sehr, sehr bitter. Das ist die erste richtige Niederlage, glaube ich, von Hook und Archer. Das erste Match konnten die beiden noch gewinnen. Das hier haben sie verloren. Es sind generell alles sehr, sehr enge Voraussetzungen in der Tag League. Das sehen wir gleich nochmal. Aber wir gehen erstmal ins nächste Match. Beziehungsweise ins nächste Segment. Sorry. Erstmal das Segment. Und da haben wir Adam Page, Adam Cole, Jay White, Wardlow und die Young Bucks in einem 94er-Segment. Und ja, Cole und Page sind natürlich not amused, was Perry da gemacht hat. Und er sagt hier, also Adam Page sagt, Perry, also Jack Perry, wir haben ihn nicht gefunden. Wir wissen auch gar nicht, ob er wirklich hier ist. Er kann überall sein. Wir haben auch nicht großartig gesucht. Aber Jack Perry ist jemand, der einfach nicht weiß, wann genug ist. Ja, er weiß nicht, wann er aufhören muss, ein Stable wie den Bullet Club zu ärgern, zu reizen, zu schikanieren, sich über ihn lustig zu machen. Denn wenn man sich anschaut, wer hier im Bullet Club vertreten ist, dann fragt man sich, ob Jack Perry der schlauste Mensch der Welt ist oder einfach der größte Vollidiot. Aber eins ist sicher, Perry, kriegen wir dich, werden wir dich dafür bluten lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, du wirst bluten. Das ist die Ansage von Adam Cole und Adam Page, ja, die machen das so ein bisschen gemeinsam. Und Jay White, der nickt die ganze Zeit und ist voll, ne, der ist richtig heiß darauf, Jack Perry in die Finger zu bekommen, weil er ja auch unbedingt das TNT-Title-Match will, was er aber die ganze Zeit nicht bekommt. Wardlow, ja, gewohnt ausdruckslos. Und die Young Bucks, die wir heute noch im Main Event sehen werden, ja, die sind auch Teil dieses Segments. 94, sehr, sehr stark. Wir machen weiter mit einem weiteren Segment. Ein 92er-Segment. Und da haben wir wieder Mackenzie Mitchell. Und die ist im Backstage-Bereich. Und da sehen wir ganz, ganz viele verschiedene Leute. Dustin Rhodes ist dabei. Ja, die Lucha Brothers sind hier. Jeff Hardy und Matt Hardy. AJ Styles und Chris Jericho. Sie alle sind da. Und sie alle sind sich einig. Und komplett schockiert von Cody Rhodes. Also vor allem Dustin Rhodes und die Lucha Brothers natürlich, ihr Partner wurde ja unfair attackiert, die sind wirklich komplett schockiert. Und auch Matt Hardy und Jeff Hardy sind einfach enttäuscht, nachdem er ja gesagt hat, so ey, ich habe einiges wieder gut zu machen. Jetzt der komplette, ja, die 180-Grad-Wendung. Also Dustin Rhodes, sagen wir, ist komplett perplex, damit hat er nicht gerechnet. Er ist eigentlich auch enttäuscht und schockiert, was da passiert ist. Rey Fénix und Pentagon sind stinksauer, dass das passiert ist. Ja, die machen auch Dustin Rhodes ein bisschen dumm an, aber beruhigen sich, weil sie wissen, er kann ja wirklich auch nichts dafür, was Cody da gerade gemacht hat. Er ist ja selber von den Socken. Ja, die Hardy Boys, absolute Enttäuschung von Cody. AJ Styles, der ist ein bisschen gleichgültig, aber schüttelt trotzdem den Kopf und sagt, ey, ich war zwar bei der Nightmare Family, aber ich weiß nicht, was in Cody gefahren ist. Er hat mich jetzt nicht angegriffen, aber erklären kann ich es mir nicht. Aber ich bin sowieso längst von diesem Nightmare Family Film weg. Also ich stecke da nicht mehr so drin, wie vielleicht die Hardy Boys, die eine engere Beziehung zu Cody pflegen. Und Jericho, der lacht sich kaputt und sagt, ey, es ist ganz klar, Cody war schon immer so und Cody wird sich niemals ändern. Er hat es versucht, der Nette zu sein, er hat versucht, den Netten zu spielen. Es hat nicht geklappt.
Ja, es hat nicht geklappt und das Publikum will's nicht mal. Das Publikum möchte nicht den Helden Cody Rhodes haben. Der Bösewicht Cody Rhodes, das ist der richtige Cody Rhodes. Also Jericho ist die einzige Stimme, die hier sagt, so ja, ist verständlich, völlig normal. Ja, es ist quasi das Beste für Codys Business, der Bösewicht zu sein. AJ Styles so eher neutral und der Rest ist schockiert oder enttäuscht. 92er Segment und ja, ich würde sagen, es ist Zeit für den Main Event. Und der Main Event ist das zweitbeste Match des Abends mit einer 87. Und da haben wir die Hardy Boys. Und gerade auch noch die Young Bucks in ihrem Segment mit dem Bullet Club. Und jetzt bestreiten sie hier in Bracket C unseren Main Event. Die Hardy Boys mit einer 87, beide zusammen hier. Und Nick Jackson, Matt Jackson mit einer 100. Da bekommen wir natürlich die 87. Ja, wir bekommen nicht eine 90 oder so, nee, wir bekommen einfach diese 87. Aber es ist ja trotzdem ein fantastisches Match, in dem sich die Young Bucks nach 15 Minuten und 19 Sekunden durchsetzen können mit dem Meltzer Driver. Und ja, damit zwei Punkte im Bracket, zwei Punkte im Gesamtrating. Und bevor das Ganze hier zu Ende geht, meine Freunde, da wird es dunkel und dann geht der Titantron an. Ja, zu guter Letzt, hier sehen wir es, der Stinger, den hat man jetzt natürlich in dem Video nicht gesehen, aber wir wissen alle, dass es um den Stinger geht und alles deutet auf eine baldige Rückkehr des Stingers hin mit diesem kleinen Teaser-Video. Ein 100er-Segment, ja, die Fans freuen sich natürlich, dass der Stinger wieder zurückkehrt nach der bitteren Niederlage im Blood and Guts Match gegen den Undertaker und seine Schergen. Da musste der Stinger mit Darby Allin und dem Psycho Circus natürlich eine bittere Niederlage hinnehmen. Ist danach auch erstmal verschwunden. Also der ganze Psycho Circus ist verschwunden, außer Psycho und Murder Clown, die ja auch in der Tag League unterwegs sind. Aber ansonsten ist wirklich Stille eingekehrt. Da fragt man sich, wurde die Legacy des Stingers wirklich zerstört? Und ich glaube, das hier ist die Antwort. Nein, sie wurde nicht zerstört. Wir finishen mal unsere Show hier und haben eine gewaltige 92er Dynamite-Ausgabe hingelegt. Und das ist wirklich eine gewaltige Show. Richtig, richtig geil. Da habe ich mir noch Sorgen gemacht, weil die Pre-Show so gut war. Also ohne Scheiß, sie war auch gut. Aber was dann in der Hauptshow abgeliefert wurde, besonders Walter, Pac und Cody und Young Bucks und Hardy Boys, das war ja matchtechnisch auf einem absolut krassen Niveau. Der Stinger am Ende nochmal mit einem 100er-Segment. Jack Perry ebenfalls mit einem 100er-Segment. Das drittbeste Segment war dann das mit Cody Rhodes und Pac natürlich. Und auch ansonsten hier 85, 85, 94 Osprey. Ja, zusammen also Royal Rebellion und House of Black. Unfassbar schöne Show. Die hat richtig Bock gemacht. Hat auch richtig Bock gemacht zu booken, das Ganze. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei den Tag League Brackets und dann gehen wir noch rüber zur Nightmare Factory. So, da sind wir bei den Brackets und da sehen wir, Roppongi 3K hat noch keinen Sieg, hat aber auch weniger Matches als, obwohl Adam Copeland und Christian Cage haben auch nur ein Match bis jetzt. Aber Roppongi 3K eben auch nur eins. Aber wir sehen, Copeland und Cage 2 Punkte, genauso wie die Dead Presidents, Lost Psycho Circus, FTR und Aussie Open. Also bis auf Roppongi 3K, die noch ein Match quasi weniger haben, haben alle 2 Punkte. Also enger kann es hier ja wohl nicht zugehen. In Bracket B sieht es aber genauso aus. Hier Roppongi 3K, hier ist es halt The Acclaimed, die aber auch ein Match weniger haben als die meisten. Und hier auch die von Erics, die Lucha Brothers, Hook und Archer, Heralds of Valhalla und Beer Money Inc. alle mit 2
Punkten. Und das Kuriose geht weiter. Denn, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Hier sehen wir es. Die Young Bucks haben 4 Punkte. Motor City Machine Guns, Brothers of Destruction und Kevin Steen und Ethan Page jeweils 2 Punkte. Destination Everywhere und die Hardy Boys mit 0 Punkten. Die Hardy Boys mit 2 Niederlagen. Richtig, richtig übel. Aber, ja, das ist die Todesgruppe. Und für die Hardys, 6 Punkte sind noch zu holen. Also da geht noch was. Man muss aber jetzt auch ein bisschen darauf hoffen, dass die Young Bucks gegen das ein oder andere Team scheitern. Und das sehe ich aktuell noch nicht. Die Young Bucks wirklich souverän haben die Hardy Boys besiegt und haben Kevin Steen und Ethan Page besiegt. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Starke Leistung der Young Bucks in Bracket C. Könnten sie sich durchsetzen, aber es ist natürlich noch viel, viel offen. Viele weiße Striche, die noch Matches sind. Aber wir sehen eine kleine Tendenz. Bracket A und B extrem ausgeglichen und Bracket C kleiner Vorteil für die Young Bucks. Und wir gehen noch kurz rüber zur Nightmare Factory. Und da werden wir uns Folge 154 gönnen. Die Pre-Show, Juicy Finau schlägt Andy Dalton, Blake Christian besiegt James Drake, Ben Carter und David Benoit können hier Leon Slater und Danny Lamelight per Disqualifikation besiegen, was eigentlich ganz gut ist, weil David Benoit das Match bei Dynamite verloren hat gegen Charles Crowley und hier konnte er aber wieder gewinnen. Willow Nightingale mit einem Interview, Nick Wayne besiegt Gabriel Kidd. Dann haben wir eine Konfrontation zwischen Wheeler Yuta und den Heroes mit Gran Guerrero und Breaking Point. Das wird auch in einem Match münden, das ist oft so. Dann ein Interview mit Julia Hart und eins mit Tommy Dreamer. Und hier haben wir schon das Match. Hier gab es die Konfrontation, hier direkt das Match. Was aber Gran Guerrero und Breaking Point für sich entscheiden können. Dann haben wir ein Brawl zwischen Alex Kane und Chris Dickinson gegen Spike Trivet und Andrew Everett. Auch das wird ein Match bekommen mit Sicherheit. Julia Hart besiegt Rika T. Harker. Barrington Hughes besiegt Dominic Mysterio um den NF Spirit Title, also er verteidigt den NF Spirit Title. Alex Kane und Dickinson besiegen dann Spike Trivet und Andrew Everett durch Disqualifikation, da haben sie sich ja mit gebrawlt, Match of the Night. Und Willow Nightingale verteidigt ihren Woman's Title erfolgreich gegen Erika Lay. So viel also zur Nightmare Factory, so viel zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das Video auch mal liken. Das wäre, glaube ich, ganz gut für das Projekt. Das würde den Zahlen zumindest gut tun, denn die gehen rapide runter. Und wenn was rapide runtergeht, muss man immer ein bisschen gucken, ob sich der Aufwand noch lohnt für den Ertrag, den man bekommt für so ein Video. Aber ne, das ist nur ein kleiner Hinweis. Liked mal das Video, vielleicht sehen das ein paar neue Leute, die wieder für einen kleinen Aufschwung sorgen. Es ist sowieso schon nischig genug, das Projekt. Aber es ist auch das längste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Es geht aber auch schon über 3 Jahre. Also, ne? Das ist schon eine beachtliche Leistung. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Die Show in Deutschland. Ja, das Ranking. Und es steht ja auch bald der nächste Pay-Per-View an zu Ring of Honor. Dazu mehr am Freitag. Bei der Ring of Honor Show natürlich. Und ansonsten werden wir uns hoffentlich bei Ring of Honor, beim Pay-Per-View von Ring of Honor und auch bei den weiteren Shows wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support. Und Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.